Rosenrode ist die nächste Stadt hier in Super Mario RPG und... Hey, alles okay? Ständig regnet das Pfeil aus dem Wald und wenn einer so einen trifft, ist man gelähmt und kann sich nicht mehr bewegen. So wie ich gerade, ich kann mich nicht mehr bewegen. Siehst du, ich könnte glatt als Vogelscheuche arbeiten. Oh, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht von selber einem Pfeil getroffen werden. Welcome. Na, so willkommen sind wir ja wohl nicht. Ich habe irgendwo einen Pfeil gehört. Oh, hier vorne. Lady, kann mich nicht bewegen. Oh oh, überhaupt nicht gut. So eine Misere. Wie soll ich denn nun bloß in den Wald Feuerholz hacken gehen? Wow. Ich weiß es nicht. Hey, rumstehen zu müssen ist echt total öde. Hätte der Pfeil mich nicht irgendwo treffen können, wo was los ist? Ja gut, da hast du einen Punkt. Und ihr seid safe, ne? Wir sollen auf keinen Fall nach draußen, weil es doch viel zu gefährlich ist. Ja, Corona und so. Ich meine, hier regnet es von Fallen. Oma, pumpt draußen das Wasser. Ich wäre so gerne stärker, dann könnte ich ihm helfen. So ein Feuerring ist natürlich nicht das Angenehmste, aber irgendwer muss doch das Wasser pumpen. Ja. Ach, wo steckt nur unser drittes Enkelchen? Er wollte draußen spielen und ist noch nicht wieder zurück. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Du suchst nach ihm? Ja. Er sucht wohl nach ihm. Mal gucken, ob er es schafft. Er will Wasser pumpen. Dann mach du mal. Ich wünsche dir viel Glück. Und du? Du bist auch... Nee. Seit eine Sternschuppe vom Himmel runter in unserem Wald gefallen ist, regnet es hier Pfeile. Entsetzlich. Man könnte gedacht... Oh, ich kann mich nicht bewegen. Oh Mann. Aber habt sie nicht gesagt, ein Stern im Wald? Den müssen wir sammeln. Der könnte uns helfen. So, hier haben wir ein Inn. Ein Stay-In. Oh. Mario, Hilfe! Wahaha, Mario Dorfbahn, die Prinzessin Kicks und ich. Hüpf, hüpf! Super glatter Marsprung! Oh. Haha, hat gar nicht wehgetan, dein Babyhüpfer! Und jetzt mitkommen, Prinzessin, und keine Pieps, klar? Hilfe, zu Hilfe! Wer rettet mich nur? Zu Hilfe! Oh, Backe! Das ist ja... Das ist ja... Mama! Komm schnell! Schau, wer hier ist! Bin ja schon da, Nanu! Sag, das ist ja Mario! Voll in echt! Wow! Gleich mal prüfen! Hä? Also, die Kappe stimmt schon mal. Ja, der Schnauzbart ist auch dran. Wow, bist du wirklich Mario? Erraten! Moment, sagen kann das ja jeder. Aber kannst du mir beweisen? Zeig mal, dass du Mario bist. Juhu! Boah, irre. Hey Mario, spielst du vielleicht mit mir? Wir retten die Welt. Aber Tobi. Nicht so stürmisch. Mario hat ganz sicher eine beschwerliche Reise hinter sich. Och Mama, du spielst doch auch nie mit mir. Und immer nur allein spielen ist doof. Ach je, Mario, ist das mir ja furchtbar unangenehm. Aber würdest du mit Tobi spielen? Ja, okay, warum nicht? Puppen sehen ja ganz cool aus. Juhu, Mario spielt mit. Okay, Mario, du bist Bowser, klar? Und ich bin Gino. Wer? Fertig? Ab da, wo ich aufgehört habe. Hilfe, der böse Bowser will mich holen. Aber jetzt sind wir nachts. Jetzt kommt nämlich Gino und gibt dir eins auf deine dicke Nase. Boah. Jetzt du, Bowser. Bonk. Au, oh, ey, ich sag dir es. Fast hat er mich besiegt. Aber jetzt kommt die Rache. Der Super, Mega, Giga, Ultra, Funky, Mode, voll tolle, voll total starke Sternenschuppenschuss. Oh, oh je, daneben. Du liebe Güte, Mario, ist dir nicht wohl? Mario? Mario? Nicht schon wieder Game Over von dem Tobi. Doch was kommt da angeflogen? Eine kleine Fee? Jedenfalls, es wird sie angezogen an den Puppen. Doch die interessanteste scheint wohl die Gino-Puppe zu sein. Doch wer ist überhaupt Gino?
Und warum will diese Fee in diesen Puppenkörper hinein? Ja, jetzt lebt er. Wow, und wir wissen ja, schießen kann der. Oh! Ja, das erste Mal gehen, dauert ein bisschen. Muss erstmal lernen. Puh. Aua. Ja, ich glaube, langsam hat das raus. Die Musik übrigens war schön. Es ist ja abgehauen einfach. Okay. Das arme Kind mit der Puppe. Ah, war nur ein Traum. Es war alles gar nicht echt. Speichern wir mal. Beim Quappenquell. Okay. Das war jetzt sehr interessant. Geht das direkt weiter? Okay, es ist RPG, es geht immer direkt weiter. Mama, Mama, weißt du, was ich gesehen habe? Das war total irre, das glaubst du mir nie, Mama. Einen Gino habe ich gesehen, draußen, und er lief in den Wald rein. Da ist ja so viel Fantasie, Tobi. Hat denn vielleicht auch Gino vorgestern die Lampe vom Tisch geworfen? Nicht du? Aber Mama, das war, naja, jedenfalls war das gerade echt. Ich habe wirklich Gino gesehen. Ehrlich, großes Ehrenwort. Er war draußen, bewegte sich von selbst. Nun sag's einfach gleich, Tobi. Wann? Was ist diesmal zu Bruch gegangen? Gar nichts, Mama! Ich lüge nicht! Riesenehrenwort! Gino kann wirklich laufen! Nana! Tut mir echt leid, was passiert ist, aber Gino ist nun mal unheimlich stark, stimmt's nicht? Ach, dieses Kind, einfach unmöglich! Ich lasse euch mal alleine, aber hey, die Puppe ist in den Wald gelaufen, dann sollten wir eigentlich hinterher, ne? Vielleicht... knapp. Vielleicht könnte sie uns ja noch helfen. Ich da rein? Okay, wirklich rein. Du. Oh. Nehme ich an. Wie viel haben wir denn jetzt? 30 insgesamt. Grüß dich, Mario. Sehr lieb, dass du extra hier reinschaust. Was darf ich dir Schönes anbieten? Was verkaufst du denn? Schutzlatzhose, eine gepolsterte Latzhose oder Schutzhose, eine gepolsterte Hose? Sonst auch ein paar Buttons und alles. Brauchen wir aber eigentlich nicht wirklich. Ah, gut, die beiden wären halt noch interessant, ne? Ich glaube, die kaufe ich mal. Direkt mal anziehen. Halten wir ein bisschen mehr aus. Warum nicht? Und dann können wir auch direkt mal... Was? Hooper-Panzer? Hö, wann habe ich den denn bekommen? Okay. Ach, stimmt. Ja, doch, ich kann mich erinnern. Irgendwann habe ich den bekommen. Muss ich gleich mal ausprobieren. Die beiden kann ich verkaufen. Auch wenn es so 3 Cent sind. 3 Cent sind 3 Cent. Nehme ich trotzdem mit. Was? Geheimschutz in der Nähe? Es gibt noch einen? Ah. Nice. Nice. Okay, warte mal. Ausrüstung. Cooper-Panzer. Kannst du dann die... Nee, kannst du nicht. Trifft zu... Oder was? Was? Tritt zu, um damit anzugreifen. Aha. Okay. Mario, welche Erlösung? Endlich wieder mein Kunde. Sagst du, was das denn sein? Ja, die sind hier stuck, ne? Ich brauche dringend ganz viel davon. Ja. Und den Rest meines Geldes hierfür. Ja. Perfekt. Dankeschön, Kumpel. Dankeschön. Hi. Mein Gatte ist immer unterwegs. Was wohl mit ihm ist? Naja, ich kann es mir vorstellen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Endlich. Eigentlich führt eine Treppe zu meinem Haus hoch, aber die wird mit einem Schalter aktiviert. Mario, nur du kannst zu meinem Haus hochhüpfen. Bitte hilf mir. Nein, du siehst ja, ich komme da selber nicht hoch. Ist hier nichts? Wirkt das so, als könnte man da verstecken, aber hier ist nichts. Stimmt, wie kommen wir eigentlich zum Wald? Bestimmt, wenn wir es irgendwie schaffen, da hochzukommen, oder? Ja, das funktioniert aber nicht so wirklich. Oder vielleicht ist ja dieser Gino in den anderen Wald gegangen. Lass mal sehen. Oder schaffen wir jetzt was Neues frei? Tatsache! Wir können jetzt einfach in den Irrwald hinein. Na gut, wenn das so ist. Forest Maze Musik! Oder ein Peter halten. Surf Movie, okay.
Die Musik ist so bekannt wie Gino. Ich meine, zu Recht, die Musik ist richtig gut. Da war ein Wiggler! Wiggler! Hey, Herr Wiggler! Wiggler! Oh, der ist böse! Die Wiggler sind angriffslustig, das ist nicht so schön. Bam! Okay. Was denkt sich der Wiggler eigentlich, uns anzugreifen? Ich bin nur ein freundlicher, harmloser Raupe. Freundlich und harmlos. Warum greifst du mich denn an? Idiot! Tot. Da, ba, ba, da, ba. Bam, bam. Aha, 9. Besser als 2. Oh, oh. Ah, verdammt. Koopa-Panzer. Ah, genau in dem Moment an A drücken. Oder kann ich dann zweimal A drücken? Kriegt am Anfang und dann, wenn er hinkickt? Alter, wie der sich jetzt bufft. Alter. Bam. Ja, okay, weiß nicht. Koopa-Panzer ist ganz nett, aber jetzt auch nicht so gut. Nicht so, 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 so gut. Aua. Sprung. Der Down ist. Löp. Mal dringend ein Level-Up-Spiel. Ganz dringend. Ja. Ja, dritter Spiel, aber. Oh, nicht nochmal, nicht nochmal. Wenn es nicht sein muss, dann muss es auch nicht sein. Oh, Pilz in der Lagerbox hinterlegt. Erhältst du mehr Exemplare eines Items, als du tragen kannst, landet der Überschuss in der Lagerbox in Marios Haus. Dort kannst du dir jederzeit deine Items schnappen. Ah, das ist cool. Zumindest werden sie nicht verschwendet, die Items. Oder kann man halt nicht mitnehmen. Sondern die werden automatisch in die Lagerbox gepackt. Cool. Oh nein, nicht wieder so Nidoran. Ich habe jetzt gar keinen Bock. Du, oh, das ist kein echter Pilz. Das ist ein Fake-Pilz, ein Wul... Was? Wulstling? Okay, du Wulstling, dann wulst mal da hier. Bam, tot. So, was denken die sich eigentlich hier so rumzudrehen? Hä? Manchmal möchte ich einfach nur im Sonnenlicht baden. Ja. Wer will das nicht? Pilzsporn, nicht abwehrbar. Wie? Ich bin ein sehr funky aussehender Pilz. Was zum Teufel? Bam, bam. Kann Mario irgendwas in der Form machen? Ja, sehr gut. Ich kann es nicht benutzen, warum nicht? Aber nur Mario das benutzen kann. Und Mario ist gerade ein Pilz. Alter, nein, oder? Oh, wirkungslos. Kann Mello nicht verwandelt werden? Oder war das einfach gerade die Attacke? Ich weiß es nicht. Aber leider muss ich gerade nur warten, bis sich endlich Mario zurückverwandelt. Ah, daneben diesmal. Nicht wirkungslos, sondern diesmal daneben. Gut, Mario. Jetzt kill den, Mann! Bam! Unsere 100% an Leiste, die spannen wir uns im nächsten Kampf auf. Endlich ein Level Up! Level plus, Level plus, Level 6, das bin ich so. Oh, Supersprung! Drücke beim Landen A, um erneut auf denselben Gegner zu springen. Oh, das finde ich echt super schön. Mehr Magie, mehr Damage. Kann man mal machen. Kann ich den Supersprung eigentlich auch auf der Overworld benutzen? Nee. Geheimschatz in der Nähe. Ah, hier ist er. Einmal ein bisschen rumspringen, dann findet man den schon. Gott, was bist du denn für eine Biene? Was macht denn Biber in diesem Spiel? Aua. Oh, tot. Nein! Tot! Rette meinen Kumpel! Das ist nicht zum Retten da. Ach man. Das hilft mir nicht. Oh nein. Das ist gar nicht gut, Alter. Ah, natürlich bin ich dadurch auch noch vergiftet. Besiegt Untote. Nein, nein. Noch steht KP. Ja, aber bringt das was, wenn Mello tot ist? Ich glaube, ich muss den Kampf jetzt alleine machen, oder? Das kann sehr gut sein. Ich mach mal einen Sirup rein. Können wir den mal rein? So. Ich steck die Attacken ein. Null, gut. Ja, 10. Schade. Ich kann das Timing nicht. Überhaupt nicht. Ja, jetzt möchte ich nochmal einen Pilz setzen. Boah, das ist kein guter Kampf hier. Okay, warte, ich habe eine Idee. Nevermind, ich bin jetzt tot. Oder?
habe das Gefühl, ich sterbe jetzt, weil ich nichts machen kann. Ah, lass mich in Ruhe! Nein! Bitte! Es reicht! Bitte! Oh, daneben! Komm schon! Den Stachel finde ich viel besser. Den kann man aber leichter ausweichen. Ich bin tot, Alter! Was soll ich machen? Ja, toll. Ich soll einfach sterben. Okay, Spiel. Verstanden. Also, mir wurde gesagt, dass das Spiel leicht wäre. Sehe ich nichts von. Ich spiele auf normal. Ja, toll. Ich darf gar nichts mehr machen. Hallo. Bitte. Hallo. Es reicht. Bitte. Ich bin doch bereits tot. Soll ich mir einfach killen lassen? Ich habe das Gefühl, es wäre die beste Entscheidung jetzt, mir einfach killen zu lassen. Ich meine, ich kann nichts tun. Ich bin halt einfach tot jetzt. Was soll ich machen? Ich verwandle mich niemals mehr zurück. Niemals im Leben. Ja, bin tot. Ey, was ist das für ein lächerlicher Kampf? Jetzt mal ganz ehrlich, Spiel. Jetzt mal ganz ehrlich, was ist das für ein lächerlicher Kampf? Ich kann gar nichts machen. Gar nichts. Das ist so lächerlich, Alter. So witzlos. Also, das ist echt unbalanced. Richtig unbalanced. Ja, natürlich hier. Weißt du, was muss ich alles neu machen? Ich weiß es gerade nicht. Also, wie sieht's gerade aus mit Party? Einmal Mano. Okay. Was müssen wir den. Okay, wir sehen jetzt neue Kämpfe auf einmal. Ja, es tut mir leid, wir müssen jetzt ein bisschen was neu machen. Aber immerhin sehen wir dafür auch was Neues. Starker Brumser-Gegner. Ein Octolot. Der hilft a lot. Oh, was haben wir da? Was ist das denn? Blumenessenz? Oh, heilt mich das? Ja! Und Attack Up. Schön. Octolot! Wer bist du? Alles, okay. Verstanden Sie was? Meine Flügeldinger sehen super aus! Ja, sehen schon cool aus, muss ich zugeben. Aua. Okay, wir haben. Aber warte mal. Der Supersprung bleibt freigeschaltet? Okay, nehme ich an. Fuchs in der. Bam. 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 Der Endlossprung. Okay. Krieg ich was bei 100? Oh. Boah, 500. Okay, der Supersprung ist ja mega OP. Geil! Aber der kostet natürlich auch dafür sehr, sehr viel. Alter, Glibberball. Nein, ich darf mich nicht einsetzen. Du Idiot! Boah, das war stark. Okay, vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass ich gestorben bin, ehrlich mal. Also, wow. Ja, nee, warte mal, wo sind wir denn jetzt? Ach, warte mal, hast du direkt hier gespeichert, wo ich angekommen bin? Ja, okay, sorry, mein Problem, mein Fehler. Ich hab's nicht gecheckt. Okay. Sind überall Wege da. Ich muss ja nicht gegen die kämpfen. Ah, warte. Die haben überall Röhren in sich, ne? Ja, oh Gott, das ist ein Labyrinth. Oh, perfekt richtig gelandet, wie es scheint. Ist hier der Schatz, wo ist denn der? Hier ist immer ein Schatz, den ich brauche. Hey, Wiggler! Hey, Wiggler! Hey, Herr Wiggler! Hey, nicht so gut. Ich geh nochmal rein. Schläft er jetzt wieder? Oh, jetzt ist er weg. Der hat doch bestimmt. Ja, ich wollte schon sagen, der versteckt hier was. Einen Sumpf-Smoothie. Ist bestimmt sehr, sehr gut. Genauso gut, wie wenn man sich mal heilen würde. Warum geizen? Brauchen wir doch. Okay, hier ist nichts. Halt, wenn man Lust hat, kann man hier richtig viel kämpfen und richtig viel XP sammeln. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen will. Nicht unbedingt. Ganz ehrlich, ich ignoriere jetzt mal die Gegner. Ich weiß, diese. Ah, nee, warte, ich glaube, die Biene muss ich nochmal neu analysieren, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wo ich noch den Gedankenleser einsetzen muss und wo nicht.
ist auf jeden Fall ein Geheimschatz. Und wie gesagt, nachdem ich den nächsten Schatz eingesammelt habe, gehe ich nochmal überall zurück und gucke, ob ich nochmal irgendwo Geheimschätze verpasst habe. Ja, das kann ja sein. Alter, wo ist denn der? Hallo? Hier. Ich hab doch für ein... Was? Pech gehabt. Wow. Gar nichts. Danke, Spiel. Aber da bin ich vorhin dran gesprungen. Wirklich. War ich hier schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Doch, egal. Ich schon. Ich will hier nicht sein. Bitte spring schnell weg. Von der Weg, da kommt. Oh, da kommt mit rein. Wie kuscheln. Wir kuscheln nur, wir haben Spaß. Oh Gott, das war knapp. Das war knapp. Ey Mann, das ist nicht so gut, hier zu bleiben. Oh nein. Hier ist ein Schatz irgendwo bei diesen ganzen Gegnern. Ja, sorry Leute, müssen wir ein bisschen bleiben. Blom, blom. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geht das so bis zu bestimmten Male? Ah ne, jetzt habe ich es falsch gedrückt. Okay, interessant aber. Bam, bam. So, ausweichen. Ah, verdammt, okay. Bam! Hä, jetzt macht es auf einmal so viel Damage. Okay, ich verstehe es noch nicht so ganz, wie das mit dem Cooper-Panzer geregelt ist. Oh mein Gott, 22. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Verschwinde! Oh Mann. Yes! Mellow Level Plus! Level 6. Level 6. Ja, machen wir mal KP. Dann hält er ein bisschen mehr aus. Achso, man muss X drücken dafür, genau. Pilz. Und Honig. Da haben wir jetzt ein bisschen was gefunden, also. Warum geizen? Wenn wir jetzt bis was haben. Wo ist denn der Schatz? Hier ist irgendwo ein geheimer Schatz bei den tanzenden Pilzen. Irgendwo verstecken sie ihn von mir. Aber die Biene nervt. Die müssen wir jetzt leider... Alter, ernsthaft? Die müssen jetzt leider kämpfen. Aber sollte kein Problem für den waschechten Super-Bari... Jo, da stellen. Ja. Ich wette, man kriegt irgendwas, wenn man das 100 Mal macht. Könnte ich mir einfach vorstellen. Feuer? Oh nein. Okay, zum Glück brennen wir nicht. Falls das als Effekt überhaupt gibt. Bam. Schlaues Maul. Du wärst ab. Du kannst gerade nicht so viel machen. Kugelblitz. Wo sind wir hier? Bei Richiram? Oder nee, Zekrom war das. Sorry. Wo sind wir jetzt? Bei Zekrom? Egal. Job verkackt! Ich meine, ich schätze, das Leveling ist jetzt gar nicht mal so schlecht hier. Ich meine, ich bin ja legit einmal schon Game Over gegangen. Ups, kann mal passieren. Ja, das passiert mal. Ach man. Muss euch jetzt alle besiegen. Ehrlich, muss das sein? Ich meine, okay, die halten nichts aus. Also bei Mellow schon, aber. Nein, nein, nicht Mario. Okay, Mellow ist egal. Aber ich glaube, Mellow kann gar nicht verwandelt werden, oder? Nö. Mellow kann gar nicht verwandelt werden. Gut zu wissen. Mellow bleibt Mellow. Ein Marshmallow. Ja, da ist das Internetnamen Marshmallow. Da ist es. Endlich gefunden. Und wir kriegen mehr Blumenpunkte. Yes. Okay, dann sind wir jetzt mal fertig. Hauen wir ab. Ich will nicht mehr sein. Schnell weg hier. Warte, war eigentlich ein wütender Wegler irgendwo? Okay, Kamera. Was ist da so besonders an dieser Röhre? Im Vergleich zu anderen Röhren? Das ist eine Holzstammröhre. Das ist ein böser. Hey, du da, aufwachen! Aufwachen! Los, hallo! Hallo! Hey, hey, du da, hey! Hey, du da! Aufwachen! Der will nicht aufwachen. Sorry, Leute. Es geht nicht. Er möchte nicht. Ich sollte mich mal heilen, ne? Wir haben genug Pilze, komm. Verschwenden wir mal ein bisschen. Warum noch nicht? Oh, das ist ein Pilz oder das ist ein Fake? Nee, es war ein echter Pilz. Haha, immer mal sich ausprobieren.
Daran trauen manche sind nämlich echt manche nicht. Gott, jetzt sind hier so viele Gegner. Ich will nicht kämpfen, ich will nur vorbei. Wow, wo kommt der denn, Alter? Aus dem Nichts, Mann. So ein Schuriken. So, jetzt sind wir endlich draußen. Wo sind unsere Schätze? Unsere Belohnungen? Der Pilz? Das kann ich das Einzige sein. Gino! Und der Herr! Wo geht der lang? Hey! Warte auf mich! Da war noch ein Pilz, egal. Gott, oh Gott! Boah, Alter, hier sind so viele Gegner! Das Spiel muss auch erstmal laden. Bam! Ja doch, mittlerweile mag ich den Kugelpanzer. Beim ersten Mal benutzen hat er nicht wirklich funktioniert. Jetzt funktioniert er viel besser. Jetzt funktioniert er besser. Haha. Gib mir halt Zeit zum Üben. Danke, Pilz. Und den Pilz nehme ich auch mit. Oh. Gino, alles okay? Ist hingefallen, der Arme. Folgt ihm mal. Ja, es ist wieder der gleiche Weg. Ah, verdammt. Ah, ich habe mich reinlegen lassen. Aber jetzt mal ohne Witz. Jetzt? Also vorhin nicht, aber jetzt sind die Pilze sehr leicht zu besiegen. Vor allem, wenn sie immer auf Gino, auf Mallow gehen. Gino müssen wir jetzt hinterher. Heißt er überhaupt Gino? Ich meine, was ist da der Grund, dass die Puppe auf einmal anfängt zu leben? Was hat das für eine Lore Implication? So, weg mit dir, Kumpel. Leider kein spezieller Tackle, aber egal. Oh, da oben, er ist eingeschlafen. Gino, aufwachen! Hinterher, wir müssen schnell. Oh, Geheimschatz. Wo? Hier ist ein Speicherblock. Ich hab das Gefühl, hier ist ein böses im Busch. Böses! Böses! Okay, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wohin uns Gino, falls überhaupt Gino ist, hinbringen wird, das finden wir dann beim nächsten Mal heraus. Rote Essenz? Was ist das denn? Ist das unter Items? Ah, hier, hier. Macht 3 Kampfrunden lang unverwundbar. Oha, richtig krank. Okay, da bin ich dann mal gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ich glaube, der Animal Crossing Villager wäre wirklich neidisch auf diesen Wald. Überall Essen.